Winter World Master Games wären die größte Winterveranstaltung, die wir je hatten, mit 3000 Sportlerinnen und Sportlern. Das wird ein Sportfest auf höchstem Niveau, mit tollen sportlichen Leistungen auf der einen Seite und viel sportlicher Freundschaft auf der anderen. Ich freue mich riesig darauf. Eine Chance ist, sie zu messen wieder, sage ich, den alten Körper mit anderen, sage ich, ältere Leute und einfach zu, im Vergleich zu stellen. Und prima geht es mir einfach auch um das, dass ich sage, okay, ich bin motiviert und bereite mich darauf vor und sage ich, diese faulen Phasen, wo man daheim auf der Couch liegt, ein bisschen zu verkürzen und dann einfach einmal sich wieder zu bewegen. Und ja, bin gespannt, ich freue mich und werde natürlich ausgeben, dass ich gut dastehen werde. Ja, natürlich war ich am Batschakofl schon, bin Rennen gefahren, habe trainiert da oben und super selektive Pisten, also jeder, der sich da anmeldet, wird super Pisten vorfinden, super selektive Hänge, also das werden spannende Rennen und wird sicher eine lässige Veranstaltung. You will feel good and it will be a good experience. Come on! Ich denke, sehr große Möglichkeiten. Also ich war jetzt selber noch nie dabei, aber ich finde es ganz super, wie das aufgezogen wird, dass das wirklich weltweit stattfindet, dass man sich da vergleichen und messen kann und nicht Profi-Athlet sein muss. Und ich finde das wirklich ein ganz, ganz tolles Event. Innsbruck has a very strong Olympic history. We've had the Olympic Games twice. We've had the first Winter Youth Olympic Games. We've also had Special Olympics. We had the Winter Universiade. We just had the International Children's Games. So actually, the Winter World Masters Games is like a multi-winter sports puzzle piece, which has been missing, and we're really happy to host it now in 2020. A little bit surprised because registration started really, really well. Like two of our sports, biathlon and figure skating, sold out within the first few hours. So we are already working on adding some new spots. And also the other sports started great. We have more than 1,100 athletes who already registered, and we're looking forward to a good summer and then to the final phase of registration coming in autumn, and we go for the 3,000 athletes and more. That's our goal.